Eine 55-jährige Frau hat am Mittwochnachmittag in Gaden im Landkreis Erding eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten. Nach Angaben der Polizei war eine Gefriertruhe in Brand geraten. Der Vermieter des Hauses hatte die Rettungskräfte angerufen, als er die Rauchentwicklung bemerkte. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, doch im Eingangsbereich des Gebäudes fanden sie die 55-jährige Frau. Sie musste wegen ihrer schweren Verletzungen schnell reanimiert werden und wurde anschließend in eine Klinik gebracht.